Es gibt Möbel, die passen einfach zu jedem Stil und sind zeitlos. Besonders beliebt dabei sind Vintage-Möbel. Wir haben die Dekorateurin Carola Blümig zu Hause besucht, die hier einen ganz besonderen Stil hat. Schwarz-Weiß-Fotografien, Werkzeuge und Möbel aus einer anderen Zeit. Trotz oder gerade wegen ihres Alters und ihrer Geschichte sind die oft zu schade, um sie wegzuschmeißen. Für alle, die alte Sachen lieben und es dennoch gleichzeitig modern mögen, bietet der Dauertrend Vintage viele Möglichkeiten, um Altes mit Neuem zu kombinieren. Auch Dekorateurin Carola Blümig hat ihr Haus im Vintage-Stil eingerichtet. Für sie ist er ideal, um einem Haus ein ganz neues Flair zu geben. Der große Vorteil eigentlich an diesem Vintage-Stil ist, dass man eben einfach nicht so viel Geld ausgeben muss, ne? Also man kann mit kleinen Dingen und mit ein bisschen Kreativität sich ein wirklich harmonisches und gemütliches Zuhause schaffen, ohne eben diese ganzen kommerziellen Dinge zu haben. Und die Aussage ist oft viel interessanter und viel persönlicher als jedes Dekorationsstück aus einem, sag ich, Möbelhaus oder aus einem Einrichtungsgeschäft. Inspiration finde man an den unterschiedlichsten Orten. Für ihr eigenes Zuhause hat Carola Blümig Gegenstände von Flohmärkten und aus Antiquitätenläden zusammengetragen. Auch Erbstücke und persönliche Erinnerungsgegenstände lassen sich laut der Dekorateurin problemlos in den Vintage-Stil einfügen und erhalten so ein neues Leben. Bei aller Liebe für alte Dinge, damit die Wohnung nicht plötzlich altrüsch wirkt, sollte man sie sparsam einsetzen. Es darf nicht zu verstaubt und es darf nicht zu viel zu kuschelig sein. Also man darf nicht zu viel zusammen kombinieren einfach. Also es muss so sein, dass man es auch noch abstauben kann, damit es nicht verstaubt wirkt. Also weniger ist auch da, finde ich, mehr. Für modernen Schick und das besondere Etwas sorgen auch ungewöhnliche Kombinationen. Ein altes Kleid als Fensterschmuck, ein Hirschgeweih mit pinken Glitzersteinen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Frische und Leichtigkeit bringen helle Farben und Stoffe. Auch hier gilt: Man sollte versuchen, einfach nicht so viele verschiedene Farben und Materialien zusammenzumixen, auch wenn es einen Vintage-Stil gibt, wo man wirklich eigentlich sagt, man kann alles zusammen kombinieren. Das ist aber eigentlich nicht richtig. Wer seine Wohnung im Vintage-Stil einrichten will, dem rät Carola Blümig, sich Zeit zu lassen und moderne Accessoires und alte Stücke immer wieder neu zu kombinieren. Für ein stimmiges Gesamtbild brauche es besonders beim Arrangement Geduld und Sorgfalt. Dieser Einrichtungsspiel, das muss halt wachsen. Jedes einzelne Stück wird mit Liebe ausgesucht. Es muss beim Vintage-Stil eigentlich alles so dargestellt werden, als ob es rein zufällig so hingestellt worden ist. So kann man mit wenig Geld und etwas Aufwand seinem Zuhause einen ganz neuen Look und alten Gegenständen neues Leben einhauchen. Bauen und Wohnen, schalten Sie ein. Ich freue mich auf Sie.